Guten Abend, vielen Dank an Wolfgang Schuster und an Eva Krapf für diese Einladung, hier zu sprechen. Und vielen Dank, lieber Wolfgang, für die sehr freundliche Einführung. Ich danke Ihnen auch schon im Voraus für Ihre Geduld. Das Thema Erinnerung im Stadtraum war mir vorgeschlagen worden und ich habe versucht, auch einen Bogen zu schlagen zu diesem Schinkelwettbewerb. Ein historisch besonders interessanter Bereich auf dem Gelände des diesjährigen Schinkelwettbewerbs ist der Standort der ehemaligen Festungshaftanstalt für Militärangehörige nördlich der Spandauer Wilhelmstraße. In der Mitte des Wettbewerbsareals stand jenes Gefängnis, in dem 7 im Nürnberger Prozess verurteilte Hauptkriegsverbrecher des NS-Regimes ihre Haftstrafen verbüßten. Das Foto hier ist von 1951. Unter ihnen Albert Speer, Hitlers Lieblingsarchitekt und ab 1942 Rüstungsminister, der nach seiner Entlassung im Jahr 1966 mit dem Spandauer Tagebüchern seinen Mythos vom anständigen Nazi festigen konnte und eine zweite tantiemengestützte Karriere als Autor begann. 1987, nach dem Tod von Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess, der 21 Jahre lang der letzte und einzige Häftling war, wurde das Kriegsverbrechergefängnis, wie es genannt wurde, in seinen wesentlichen Teilen abgerissen. Die britischen Truppen verließen das Kasernengelände im Jahr 1993. Auf dem Standort des Gefängnisses befindet sich nun ein großer Supermarkt. Aufschlussreich ist, dass die Auslober des Wettbewerbs sich gerade von der Sparte freie Kunst, Ideen und Vorschläge erhofften, in Auseinandersetzung mit der Geschichte des Areals, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verknüpfen. Hat die bildende Kunst besondere Fähigkeiten, sich in die Geschichte hineinzudenken und hineinzufühlen und sie uns heute wieder näher zu bringen? Diese Erwartung finden wir häufig und der Blick auf die Berliner Erinnerungslandschaft, auf die Vielzahl der Denkmäler und Denkzeichen mag dies bestätigen. Meine Studentinnen und Studenten klagen manchmal, sie würden von Erinnerungskunstwerken und Gedenktafeln allzu oft regelrecht bedrängt. Ihnen bliebe zu wenig Raum für die Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Geht es allerdings darum, mit Ihnen einen konkreten Ort zu untersuchen und dafür Ideen zu entwickeln, kann Ihr Interesse schnell geweckt werden. Tatsächlich ist der innerstädtische Raum zwischen Brandenburger Tor und Schlossareal ein intensiv bespielter Erinnerungsraum mit einer Vielzahl von künstlerischen und baukünstlerischen Objekten und Zeichen. Beim Blick in andere Ortsteile und Bezirke relativiert sich dieser Eindruck. Da wünscht man sich an manchen Stellen mehr Hinweise auf jene Kapitel der Geschichte, die durch Veränderungen im Stadtbild, durch Abrisse und Neubebauungen heute nicht mehr erkennbar sind. Wie schwierig das allerdings sein kann, zeigt sich am Beispiel des Spandauer Kriegsverbrechergefängnisses. Der Abriss im Jahr 1987 erscheint im Rückblick wie ein später Nachvollzug der Politik der Alliierten unmittelbar nach Kriegsende. Mit der demonstrativen Sprengung einiger symbolhaft für die NS-Verbrechen stehenden Gebäude wie der neuen Reichskanzlei und mit der schnellen Abräumung einiger durch Bomben beschädigter, wenngleich nicht zerstörter Täterzentralen wie dem Reichssicherheitshauptamt mit der Gestapo-Zentrale sowie mit der Entfernung aller Nazi-Embleme im Stadtraum wollte man zukünftige Wallfahrtsorte für NS-Anhänger verhindern und den Eindruck vermitteln, die NS-Vergangenheit sei bewältigt. Erst Mitte der 80er Jahre, also etwa zur Zeit des Abrisses des Spandauer Gefängnisses, setzte eine breite Diskussion über einen reflektierten Umgang mit nationalsozialistischen Orten und Baulichkeiten ein. In Berlin wie auch in München und in Nürnberg. Mit welchen Konzepten, welchen Mitteln kann Ihre Geschichte sichtbar gemacht werden, selbst wenn sich das Areal längst zu einem neuen Ort entwickelt hat? Wie kann historisches Wissen, historisches Lernen im Stadtraum ermöglicht und gefördert werden? Im Rückblick zeigt sich allerdings, dass mit dem Spandauer Gefängnis nicht nur ein bemerkenswertes Kapitel der Nachkriegsgeschichte abgeräumt wurde. Die Vergangenheit dieses Gebäudes hat mehrere bemerkenswerte Facetten. Vor allem seine Baugeschichte,
dann seine Rolle im Kontext der nationalsozialistischen Repression und schließlich seine einzigartige Sonderstellung in der Nachkriegszeit, beginnend mit der Phase der gemeinsamen Stadtverwaltung der vier alliierten Streitkräfte und fortgesetzt in den verschiedenen Etappen des Kalten Krieges. Das 1881 erbaute Festungsgefängnis war der erste Bauabschnitt eines damals architektonisch geschlossenen Kasernenensembles aus der Kaiserzeit, baukünstlerisch reich geschmückt und charakterisiert durch rote Backsteinfassaden, geplant wie eine kleine Stadt, eine später mehrfach erweiterte Anlage, in der sich auch interessante Aspekte der Militärgeschichte des Deutschen Reiches spiegeln. Im ersten Jahr der NS-Herrschaft, zur Zeit der Etablierung und Festigung der Macht durch brutale Repressionen, war das Spandauer Gefängnis eine der vier großen Berliner Haftanstalten, die als Schutzhaftlager dienten. Hier waren ohne jeglichen Rechtsschutz kommunistische Politiker und prominente Oppositionelle wie Karl von Ossietzky, Egon Erwin Kisch, Paul Löbe, Hans Litten inhaftiert. An keinem anderen Ort, so schrieb der Historiker Johannes Filbert, war das linke und intellektuelle politische Berlin zu dieser Zeit so stark vertreten wie im Gefängnis Spandau. Zitat Ende. Ab 1937 gab es einen Gefangenenaustausch mit dem KZ Sachsenhausen. Während des Zweiten Weltkriegs waren im Spandauer Gefängnis Mitglieder der Roten Kapelle inhaftiert, die danach im Zuchthaus Plötzensee hingerichtet wurden. 1943 fungierte es als Untersuchungsgefängnis der Wehrmacht. Dort inhaftierte Soldaten, darunter Wehrdienstverweigerer und Deserteure, wurden ebenfalls in Plötzensee hingerichtet. So gibt die Geschichte dieser Haftanstalt einen Einblick in die jeweiligen Etappen von Verfolgung, Terror und Widerstand im Nationalsozialismus. Die Alliierten übernahmen das Gefängnis im November 1946 nach dem Ende des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher. Neben der Luftsicherheitszentrale war dies die einzige Einrichtung, die auch in den Jahrzehnten des Kalten Krieges von allen vier alliierten Mächten gemeinsam betrieben wurde. Sie wechselten sich alle 3 Monate in der Zuständigkeit für die Verwaltung ab. Die politische Nachkriegsgeschichte Deutschlands und des geteilten Berlin, die in jüngster Zeit generell stärker ins Blickfeld gerückt ist, kann hier exemplarisch studiert werden. Nicht nur im Blick auf die Rolle der Alliierten, sondern auch im Blick auf die Haltung der Westberliner und westdeutschen Gesellschaft zu den verurteilten Nazi-Haupttätern. Ich meine vor allem das damals vorherrschende Rechtfertigungs- und Schlussstrichdenken und die Selbststilisierung der Nachkriegsgesellschaft als Opfer der Prozesse und Entnazifizierungsmaßnahmen der Alliierten. Die Geschichte des Spandauer Gefängnisses ist also vielschichtig und disparat und gerade deshalb für Fragen der Erinnerungskultur besonders interessant. Wir haben es hier weder mit einem klar definierten Opferort zu tun, wie zum Beispiel bei KZ-Gedenkstätten oder ehemaligen Zwangsarbeiterlagern, noch mit einem klar definierten Täterort wie bei der heutigen Topografie des Terrors. Je komplexer die Geschichte eines Ortes oder Gebäudes, desto schwieriger ist es, sie künstlerisch oder baukünstlerisch zu kommentieren, zu interpretieren oder in anderer Weise sichtbar zu machen. Gedenk- und Erinnerungszeichen kommen, selbst wenn sie auf nationaler Ebene gesetzt werden, in der Regel durch Initiativen von Bürgergruppen zustande. Wer hätte jedoch Interesse, sich für die Sichtbarmachung dieser Spandauer Gefängnisgeschichte zu engagieren, wenn der Architekten- und Ingenieurverein nicht das gesamte Areal mitsamt den baulichen Hinterlassenschaften der historischen Kasernen als Bearbeitungsgebiet für den Schinkelwettbewerb ausgewählt hätte? Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wurde nun hier gezielt den Teilnehmenden in der Fachsparte Freie Kunst ans Herz gelegt. Mit dem ernüchternden Resultat, dass kein einziger Wettbewerbsbeitrag diese Herausforderung angenommen hat, bleibt auch die Frage offen, welche Bedeutung die Erinnerung an das ehemalige Gefängnis für die Entwicklung des zukünftigen Quartiers haben könnte.
Ein Grund dafür, dass das Thema nicht bearbeitet wurde, könnte darin liegen, dass künstlerische oder baukünstlerische Eingriffe in den Stadtraum sich in der Regel auf einen als wesentlich erachteten Aspekt konzentrieren, der ausgelotet und mit jeweils unterschiedlichen Mitteln dargestellt oder interpretiert wird. Tatsächlich könnte die Vielschichtigkeit der Gefängnisgeschichte die Teilnehmenden entmutigt haben. Zwar können konzeptuell angelegte Kunstprojekte auch in der Lage sein, gedankliche Anstöße zur Beschäftigung mit komplexen Themen zu geben. Doch das hat Grenzen. Ein Erinnerungskunstwerk ist keine Dokumentationsausstellung und keine Website, sondern im besten Fall ein Anstoß zur vertiefenden Auseinandersetzung. Ich möchte nun, wie Wolfgang Schuster und Eva Krapf mich gebeten haben, versuchen zu zeigen, wie in bildender Kunst und Architektur die Herausforderung des Sichtbarmachens von Geschichte angenommen und umgesetzt wurde. Dabei lassen sich bei allen Unterschieden der Formensprache Gemeinsamkeiten in der Annäherung an das Thema definieren, mit der Nachzeichnung von nicht mehr vorhandenen Gebäuden, mit der Markierung historischer Orte, beim Versuch, Symbole für das Geschehen zu finden und durch historische Kommentierung einer besonders komplexen, schwierigen Geschichte. Anhand einiger Beispiele aus dem Berliner Stadtraum möchte ich das veranschaulichen. Ein Ansatz, jene historischen Orte in Erinnerung zu bringen, deren Gebäude abgeräumt wurden, ist, verschüttete bauliche Reste und Spuren wieder ans Tageslicht zu bringen oder verschwundene Grundrisse und Bauformen mit architektonischen oder künstlerischen Mitteln nachzuzeichnen. Dabei kann es darum gehen, die Dimensionen großer Baukomplexe sichtbar zu machen oder deren Innenleben anzudeuten. Der Imaginationskraft von Besuchern und Passanten bleibt es dann überlassen, mithilfe dokumentarischer Informationen das ganze historische Bild zusammenzufügen. Drei Beispiele. Zur Berliner 750-Jahr-Feier entstand auf dem Gelände des Anhalter Bahnhofs die Ausstellung Mythos Berlin, an die sich einige Ältere unter uns wohl noch erinnern. Der durch Brandbomben und Straßenkämpfe beschädigte, aber nicht zerstörte Baukörper des schönsten Berliner Bahnhofs mit seiner noch bis 1952 weiter genutzten riesigen Halle war im Jahr 1959 gegen Proteste der Fachwelt und der Architekten und Baukammern vom Senat zum Abriss freigegeben worden, obwohl die zukünftige Nutzung des Bahnhofsareals noch gar nicht geklärt war. Nur der Portikus blieb von der Abräumung verschont, zunächst eher zufällig, später durch Bürgerproteste. Die Ausstellung Mythos Berlin setzte sich künstlerisch mit der Abrissgeschichte Berlins und mit den großen Stadtbrachen der Westberliner City nahe der Grenzmauer auseinander. Hierfür schuf der Architekt Andreas Reidemeister am Südrand der ehemaligen Halle einen weithin sichtbaren, silhouettenhaften, stählernen Bogen als fragmentarische, abstrahierte Nachzeichnung des südlichen Bahnhofsgiebels. Ein Stadtzeichen, das die stadträumliche Weite und Dynamik des ehemaligen Bahnhofs in Erinnerung rief. 5 Jahre blieb es stehen, dann wurde es abgerissen. Heute steht dort das neue Tempodrom. Wo in der Zeit des Nationalsozialismus die SS-Planungszentralen angesiedelt waren, steht heute das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors. Nach den Abrissen der historischen Gebäude in den Jahren 1949 bis 1956 diente das Gelände jahrzehntelang als Zwischenlagerplatz für Abrissschutt aus allen Teilen Westberlins, sein südöstlicher Teil als Autodrom zum Fahren ohne Führerschein. Nutzungen, die fast symbolhaft für die Verdrängung der Nachkriegszeit stehen. Die Wiederentdeckung der Bedeutung des historischen Ortes begann Ende der 70er Jahre. Den entscheidenden Impuls für eine erste Dokumentationsausstellung gaben die von Bürgergruppen angestoßenen Grabungen des Archäologen Dieter Robert Frank im Jahr 1986. Dieter Robert Frank ist ja vor kurzem verstorben. Hunderte von Metern entlang der Niederkirchner und der Wilhelmstraße kamen Keller- und Fundamentreste der abgerissenen Gebäude sowie Spuren des Gestapo-Zellengefängnisses zum Vorschein.
Das lenkte die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit auf diesen von den zentralen NS-Organisationen fast gänzlich besetzten Baublock und stellte die Weichen für die zukünftige Dokumentationsstätte. Allerdings entstand damals auch der bis heute immer wieder beschworene Mythos von den angeblichen Resten der Gestapo-Folterkeller, bei denen es sich tatsächlich um gekachelte Sanitärräume handelte. Wir sehen es unten links im Bild. Die liberale Synagoge in der Lindenstraße wurde zwar, wie nach ihr viele andere in Blockinneren erbaut, Ausdruck des Schutzbedürfnisses jüdischer Bürger gegenüber antisemitischen Strömungen. Sie war jedoch ein eindrucksvoller neoromanischer Bau für 1800 Menschen. Im Vorderhaus des Blocks befanden sich Einrichtungen der jüdischen Gemeinde. Im Jahr 1956 wurden die stark kriegszerstörten Reste des Gebetshauses im Blockinneren abgerissen. Als nach dem Mauerfall die Barmer Ersatzkasse Nutzer und Bauherr des Alt- und Neubaus am historischen Ort wurde, kam für den Hofbereich, wo einst die Synagoge stand, ein Erinnerungsprojekt zustande, entworfen von den Architekten Zvi Hecker und Eyal Weizmann, gemeinsam mit dem Künstler Micha Ullmann. Leere Bankreihen aus Beton vergegenwärtigen inmitten spontan gewachsener Gräser, Büsche und Bäume die damalige Sitzordnung des Gottesdienstes. Ausgespart ist das Halbrund der Feuerwehrzufahrt, nun ein gepflasterter Weg. So werden hier verschiedene Zeitschichten zusammengefügt. Die Bänke zeichnen auf abstrahierte Weise das Innenleben der Synagoge nach. Die Bäume und Büsche erinnern an Zerstörung und Nachkriegszeit, während die Feuerwehrzufahrt und das für Entspannungs- und Imbisspausen genutzte Gesamtensemble der Gegenwart angehören. Wir sehen im Bild oben die alte Sitzordnung links und ihre Überschneidung mit der Feuerwehrzufahrt rechts. Unten ein Blick vom Obergeschoss auf den Hof hinab. Im nächsten Abschnitt geht es um die Frage, wie ein historischer Ort mit architektonischen und künstlerischen Mitteln markiert und gewissermaßen zum Sprechen gebracht werden kann. Hier wird bereits deutlich, dass sich bei den unterschiedlichen Formen der Annäherung, die ich beschreibe, die Kategorien überschneiden, denn auch beim zuletzt gezeigten Beispiel der Nachzeichnung der Synagogenbänke ging es ja darum, die Geschichte des Ortes bildhaft zu vermitteln. Hier bringt eine Bushaltestelle den historischen Ort zum Sprechen. Das Haus in der Kurfürstenstraße, in dem sich das von Adolf Eichmann geleitete Judenreferat befand, wurde Mitte der 1960er Jahre abgerissen. Heute steht an seiner Stelle das Hotel Sylter Hof, dessen Eigentümer hatten die Zustimmung für eine Gedenktafel verweigert. Nach einer Idee des Publizisten und bildenden Künstlers Ronny Golz entstand stattdessen 1998 auf dem davorliegenden Gehweg ein in seinen Alltagsbezug ungewöhnliches Denkmal, ein standardisiertes Wartehäuschen für die stark frequentierte Buslinie 100, wurde zum Open-Air-Dokumentationsort mit Texten und Fotos anstelle der hier üblichen Reklameflächen. Links im Bild, links unten, das historische Gebäude. Erinnerungskunst gewinnt hier mit Strategien der Werbung die Aufmerksamkeit der Passanten. Ein weiträumiges Bauensemble an der Prenzlauer Allee, einst Hospital und Siechenhaus, dann Bezirksamt bis in die Gegenwart, hat auch ein Kapitel, das von Verfolgung und Terror geprägt war. Einige der Gebäude bezog nach Kriegsende die sowjetische Kommandantur. Im sogenannten Haus 3, was wir hier sehen, unterhielt der sowjetische Geheimdienst NKWD ein Gefängnis, in dem Menschen verhört, oft auch misshandelt und gefoltert wurden. Manche verschwanden für immer. 1950 übernahm die DDR Staatssicherheit das Haus und betrieb es bis 1956 als Verhörzentrum und Untersuchungshaftanstalt. Den Opfern der Haftstätte ist ein Denkzeichen mit dem Titel »Fragen« gewidmet, das die Künstlerin Carla Sachse 2005 geschaffen hat. Ein schwarzes Band mit weißer Schrift, auch von der Straßenbahn aus noch lesbar, umspannt das gesamte Haus 3 mit den Kellern, in denen die Häftlinge gefangen gehalten und gequält wurden.
und trennt den Kellerbereich zugleich von den oberen Geschossen, in denen sich die Täter und ihre Verwaltung eingerichtet hatten. Das Band gibt Auskunft nicht mit historischen Fakten, sondern mit literarisch bearbeiteten Erinnerungsfragmenten von Zeitzeugen. Hier lesen wir, wer schloss die eiserne Tür und wie kalt war die Wand. Die Fragen geben Einblick in existenzielle Erfahrungen der Haft und verknüpfen sie mit Gedanken über Menschenrechtsverletzungen heute. Das Stasi-Museum in der Normannenstraße wurde in dem Gebäudekomplex eingerichtet, in dem sich die Befehlszentrale des Ministers für Staatssicherheit der DDR befand. Das Kunstwerk aus dem Jahr 2011 trägt den Titel Eingegangen am... Entworfen wurde es von der Architekten- und Künstlergruppe Raumlabor. Ein gigantischer Stempelaufdruck reicht quer über den Vorplatz, über das Vordach und über das Hauptdach. Er springt gewissermaßen von der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität. Als vollständiger Schriftzug ist er nur aus der Vogelperspektive zu erfassen. Das Wort eingegangen hat ja eine doppelte Bedeutung. Als Schrift auf dem allseits gebräuchlichen Eingangsstempel von Behörden verweist es auf den alltäglichen bürokratischen Wahnsinn, der auch von dem Stasi-Überwachungsapparat ausging. Eingegangen könnte aber auch als abgestorben oder verdorrt gelesen werden, als Hinweis für eine gesellschaftliche Neuorientierung. Der Schriftzug dient zur realen Markierung des Ortes, wie auch zur virtuellen mittels Satellitenbildern, was das Thema unmittelbar in die Gegenwart bringt. Wie die Stasi-Mitarbeiter aus der Distanz in das Leben eines Fremden hineinschauten, so könnte auch der Google Earth-Blick aus dem Weltall als übermächtige Kontrolle empfunden werden. Markierung des historischen Ortes kann, wie an diesen Beispielen deutlich wird, viel mehr sein als ein emblematisches Zeichen. Es kann, manchmal durch Kommentierungstafeln ergänzt, auf die inhaltliche Bedeutung verweisen und Interpretationen anbieten. In eine andere Richtung geht der Versuch, ein bildliches Symbol, ein Sinnbild für das historische Geschehen zu finden. Mit zeitgenössischen künstlerischen Mitteln kann Symbolfindung auch gesellschaftskritische und philosophische Bezüge herstellen. Drei Beispiele. Die Installation von Karl Biedermann auf dem Koppenplatz war bereits 1988, also vor dem Mauerfall, aus einem Denkmalswettbewerb der DDR zur Erinnerung an die vertriebenen und ermordeten Juden hervorgegangen, wurde aber erst 1996 realisiert. Ein aus Bronze gegossenes Zimmer ohne Wände mit Parkettboden, Tisch und zwei Stühlen, einer davon umgestürzt, ist Sinnbild nicht nur für den Verlust, für das Verschwinden der Menschen aus dem Wohnumfeld, das damals ein Schwerpunkt jüdischen Lebens war, sondern auch für die Gewaltsamkeit der Vertreibung. Das Fehlen der Menschen in dieser Darstellung bildet gewissermaßen eine erzählerische Leerstelle, die mit Hilfe von historischem Wissen und Imaginationskraft ergänzt werden soll. Auch Micha Ullmanns unterirdisches Denkmal aus dem Jahr 1995 zur Erinnerung an die Bücherverbrennung auf dem Berliner Bebelplatz im Mai 1933 arbeitet mit dem Motiv der Leere. In der Mitte des Platzes entstand ein unterirdischer, hermetisch verschlossener Raum mit leeren weißen Betonregalen, eine imaginäre Bibliothek. Sie kann nur durch ein Glasfenster hindurch betrachtet werden. In ihr spiegelt sich der Himmel, spiegeln sich die umliegenden Gebäude und die Besucher. Tagsüber ist sie von Weitem kaum erkennbar, nachts strahlt sie geheimnisvoll auf den Platz hinauf. Das Kunstwerk ist vor allem ein Sinnbild für einen Verlust, der nicht zu heilen ist. Es bietet darüber hinaus eine Fülle von philosophischen, psychologischen und kunsthistorischen Assoziationen. Auch hier überschneiden sich die Kategorien. Ullmanns Bibliothek markiert die Stelle des damaligen Scheiterhaufens. Seine zuvor gezeigte Arbeit für die Synagoge Lindenstraße wiederum, die Nachzeichnung der Sitzordnung des Gottesdienstes durch leere Betonbänke, kann in Bezug auf den Talmud ebenfalls symbolhaft gedeutet werden. Die Bänke als Gräber, die Bankreihen als Grabzeilen.
Ein Gedenkzeichen mit symbolhaftem Motiv wurde kürzlich auch auf dem Breitscheidplatz eingeweiht. Es ist den Opfern des Anschlags vom 19. Dezember 2016 gewidmet, bei dem ein Attentäter einen gestohlenen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt hineinlenkte, 11 Menschen und den Fahrer des Wagens tötete und weitere 70 teils schwer verletzte. Der Entwurf stammt von dem Büro MM+, einem interdisziplinären Team um den Architekten und Gestalter H.G. Merz. In die Setzstufen der Treppe, die vom Plateau der neuen Gedächtniskirche zur Budapester Straße hinunterführt, sind ein Widmungstext und die Namen und Herkunftsländer der Opfer eingeschrieben. Ein zarter, goldener Riss zieht sich durch die Stufen und den Gehweg entlang. Die Idee für dieses Motiv entwickelte das Team aus dem japanischen Kintsugi-Verfahren, bei dem ein zerbrochenes Keramikgefäß wieder zusammengefügt wird, die Bruchlinien jedoch dauerhaft sichtbar bleiben, weil der Kittmasse eine Goldlegierung beigemischt wird. So legt das Symbol die Deutung nahe, dass die Narbe, die die Katastrophe hinterlassen hat, auch dann noch sichtbar bleibt, wenn die Wunde geheilt ist. Auf ganz andere Weise als die bisher gezeigten Beispiele trägt eine historische Kommentierung zur Auseinandersetzung mit Geschichte bei. Textbildtafeln erinnern auf dokumentarische Weise an das Geschehen. Der Blick der Betrachter auf die heutigen Baulichkeiten oder auf das heutige Gelände wird zugleich auf das Wesentliche gelenkt, das den Ort geprägt hat. Im besten Fall kann er nun zum Lernort werden, allerdings nur, wenn Fülle und Beschaffenheit der Informationen das Gelände nicht überfrachten und die Passanten nicht überfordern. Drei Beispiele. Für das Gelände des 1936 erbauten Olympiastadions erarbeitete das Berliner Forum für Geschichte und Gegenwart in den Jahren 2003 bis 2006 eine dauerhafte Open-Air-Installation mit 46 Bild-Text-Glastafeln. Sachlich erläutert werden der enge Stadionbereich, Sportforum, Langemarkhalle, Maifeld und Waldbühne. Die Kommentierung bezieht sich auf die NS-spezifischen Merkmale der Architektur von Werner March, auf die großen Skulpturen, darunter von Breker und Thorak, die dort allesamt erhalten blieben, weil das Gelände nach Kriegsende von den britischen Alliierten übernommen wurde, und auf die Olympischen Spiele 1936. Die Kommentierung geht von den jeweiligen Bauten und Kunstwerken aus. Sie gibt Auskunft über die bau- und kunsthistorischen Bezüge sowie über die gesellschaftspolitischen Entstehungsbedingungen und legt besonderen Nachdruck auf Ideologiekritik. Am Checkpoint Charlie, einst Schauplatz der direkten militärischen Konfrontation zwischen den USA und der UdSSR, heute touristischer Brennpunkt, soll demnächst nach Planungen des Senats ein Museum des Kalten Krieges entstehen. Erster Schritt hierzu war 2006 diese Bildergalerie, ebenfalls erarbeitet vom Berliner Forum für Geschichte und Gegenwart. Über 300 Meter Länge entlang der beiden noch unbebauten Eckgrundstücke Friedrichstraße, Zimmerstraße, Schützenstraße informiert sie über Geschichte und Bedeutung des ehemaligen Grenzübergangs, bezieht jedoch den gesamten Kontext mit ein. Von Ausbau und Perfektionierung der Grenzmauer über Fluchtversuche bis zu Informationen über andere Erinnerungsorte, authentische Mauerreste sowie Museen und Dokumentationszentren zum Thema Deutsche Teilung und Berliner Mauer. Ergänzt wird die Bildergalerie seit 2012 durch den temporären Ausstellungspavillon Blackbox Kalter Krieg. Eine weitere historische Kommentierung ist an der Rummelsburger Bucht im Bezirk Lichtenberg zu finden. Das sogenannte Arbeitshaus Rummelsburg war im 19. und frühen 20. Jahrhundert das Arbeitslager des benachbarten Waisenhauses. In der NS-Zeit wurde die weiträumige, von einer Mauer umgebene Anlage zur Arbeits- und Bewahranstalt umgebaut, vor allem für Menschen, die als Asoziale von der Gestapo verfolgt wurden. In der DDR war dies das zentrale Gefängnis von Ost-Berlin. Hier waren mehrere tausend Häftlinge eingesperrt, darunter auch Fluchthelfer aus dem Westen. Nach der Schließung 1990 und einigen Abrissen
baute man die noch vorhandenen Gebäude zu Wohnhäusern um und das Straf- und Arresthaus zum Hotel. Seit 2015 wird die Geschichte dieses Ortes nach einem Entwurf der Designerin Helga Lieser auf 18 Informationstafeln erzählt, meist mit Biografien früherer Insassen. Die Tafeln werden durch drei künstlerisch konnotierte Stelen vor dem ehemaligen Haupthaus ergänzt. Sie sind so hoch wie die einstige Gefängnismauer und verweisen auch mit ihren unterschiedlichen Oberflächen auf die drei Etappen der Haftanstalt. Mit dem Beispiel Rummelsburg habe ich mich wieder dem Thema des Schinkelwettbewerbs angenähert. So will ich mit zwei Beispielen schließen, in denen eine verschwundene Gefängnisanlage auf künstlerische Weise in Erinnerung gerufen wird. Auch vom ehemaligen Zellengefängnis Lehrter Straße im Ortsteil Moabit, errichtet als preußisches Mustergefängnis, sind nach dem Abriss für die damals geplante, zum Glück nicht realisierte Westtangente in den 50er Jahren kaum bauliche Reste mehr vorhanden. Erhalten blieben einige Gefängnismauern, einige Beamtenwohnhäuser und der Beamtenfriedhof. Hier entstand 2006 nach einem Entwurf der Landschaftsarchitekten Glaser und Dagenbach der Geschichtspark ehemaliges Zellengefängnis Moabit. Während Teile des Parks mit landschaftsgestalterischen und künstlerischen Maßnahmen die Nachkriegszeit des Geländes in Erinnerung rufen, sind andere Bereiche der Bau- und Nutzungsgeschichte der historischen Haftanstalt gewidmet. Gärtnerisch angedeutet werden zum Beispiel der sternförmige Grundriss des Gefängnisses und des Verwaltungsgebäudes, die Lage und Größe der Haftzellen sowie die Spazierhöfe der Gefangenen. Eine der Zellen ist in Beton nachgebaut und enthält eine Klanginstallation. Auch das Panoptikum wird durch einen Betonquader vergegenwärtigt. Verse aus den Moabiter Sonetten, die der von den Nazis inhaftierte Regimekritiker Albrecht Haushofer in seiner Zelle schrieb, bevor er von einem SS-Kommando ermordet wurde, sind an der östlichen Gefängniswand zu lesen und in der Klanginstallation zu hören. Letztes Beispiel. In dem großen Berliner Frauengefängnis Barnimstraße im Stadtteil Friedrichshain waren besonders viele politische Häftlinge eingesperrt, darunter Rosa Luxemburg. Und in der Zeit des Nationalsozialismus mehr als 300 Frauen, die hier auf ihre Hinrichtung warteten. Seit dem Abriss 1974 befindet sich auf dem Grundstück eine Jugendverkehrsschule. Das Projekt des Künstlers Christoph Meyer, realisiert im Jahr 2015, trägt den Titel Hörweg durch ein Gefängnis für Frauen und fünf politische Systeme. Ein interaktiver Audioweg führt Besucher mit Kopfhörern über das weitläufige Gelände. Zu hören sind Originaltonaufnahmen von Inhaftierten, von Nachkommen, Gefängnismitarbeitern und Anwohnern sowie Texte aus Archiven. Dabei kommen die verschiedensten, mitunter widersprüchlichen Positionen des Erinnerns zur Sprache. Links sehen wir die Grundrisse des historischen Gefängnisses, das beim Audiorundgang gewissermaßen imaginär rekonstruiert werden kann. Unbequeme Denkmale, so lautete das Motto für den Tag des offenen Denkmals im Jahr 2013. Da ging es um Baudenkmale, die Unbehagen oder negative Gefühle auslösen. Von der Spandauer Gefängnisanlage, die dieses Kriterium perfekt erfüllte, sind allerdings nur noch Reste geblieben. Die Brache wurde bebaut, der Bunkerbereich überformt, die umgebenden ehemaligen Kasernenbereiche privatisiert und unterschiedlichen Nutzungen zugeführt. Leerstehende denkmalgeschützte Bauten, Hallen und Bunker, speziell das ehemalige Munitionsdepot und die Garagen, bieten sicher auch Möglichkeiten für künstlerische Nutzungen. Mit welchen Ideen, mit welchen Mitteln könnte man Erinnerung an dieses Gefängnis hervorrufen, definieren und bewahren? Sollte man dies überhaupt versuchen oder das Thema doch ruhen lassen? Eigentlich ist es ein gesamtstädtisches Thema. Erinnerungsarbeit hat mit Aufklärung zu tun. Die sich um das Kriegsverbrechergefängnis rankenden Mythen sind nach wie vor lebendig. Zum 30. Todestag von Rudolf Hess im August 2017 wurden 800 durch Spandau marschierende Neonazis
von 1000 Gegendemonstranten daran gehindert, zum Standort des Gefängnisses zu gelangen, um dort Hitlers Stellvertreter zu ehren. Aber die Geschichte des Gefängnisses umfasst noch vieles mehr. Für manche Zeitetappen des 20. Jahrhunderts erscheint sie wie ein Brennspiegel für das Verständnis der gesellschaftlichen Beschaffenheit. So ist zu wünschen, dass der Impuls, den der diesjährige Schinkel-Wettbewerb mit der Aufgabenstellung für die Fachsparte Freie Kunst gegeben hat, aufgenommen und weitergeführt wird. Vielen Dank. Applaus